glaube ich, komisch. Ja, und dann auch für die YouTuber, willkommen zurück bei Soul Sacrifice. Wir hatten so mittendrin irgendwo aufgehört. Wie gesagt, wir fahren auch an der Stelle natürlich fort. Genau, da sitze ich wegen Soul Sacrifice, weil rechts unten irgendwas war. Soul Sacrifice. Ja, wahrscheinlich ist das der Bruger-Stil. Und jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir ja heute ein bisschen mehr raus, wofür diese Pakte sind. Das hatten wir ja letztes Mal nicht so wirklich gescheckt. Verdeckt er mit dem Kopf nach unten? Was? Nein. Hoffentlich nicht. Stop staring at me like that. What? You need to read me. Well, fine. But even books get self-conscious. So, bisschen lauter mal hier machen. Ja, wie gesagt, ähnlich aufgebaut. Wie gesagt, jetzt nochmal für den Mockstar, der ja gestern nicht mit dabei war, ist auch wieder in den Warnchroniken unterteilt. Soweit so klar. Es fängt an mit der Zaubererprobe. Das ist relativ identisch. Magusar wird als Antagonist etabliert, also sprich der Bösewicht, den wir zum Schluss bekämpfen müssen. Was anders ist, wir haben hier bei diesen magischen Taten drei Orden, wo ich noch nicht so ganz gecheckt habe, wofür die sind. Wir hatten so ein bisschen angefangen in Avalon, da war dann aber nicht mehr verfügbar und sind dann gewechselt zu Sanctuarium und konnten da ein bisschen mal spielen. Dann gibt es zudem, was auch neu ist, hier draußen diesen Bazar, wo es irgendwelche Typen gibt, wo ich auch noch nicht weiß, wofür die da sind. Da kann man halt sich die Wahrheit, also besser gesagt, die Hellseherin kann halt die Hände lesen, man kann Online-Play machen. Das ist, wie gesagt, hier so ein bisschen anders aufgebaut. Ja, so schaut's aus. Nein, Max, natürlich sind wir nicht durch mit Dragon Age. Das spielen wir montags und dienstags. Wie gesagt, 4 Tage die Woche ist dann doch ein bisschen viel. Deswegen haben wir es jetzt auch 2 Tage die Woche reduziert. Weil ich habe jetzt die YouTube-Videos vorgeplant und bin jetzt schon bis Mitte Februar. Also, das wäre zu viel desgleichen. Deswegen jetzt zwischendurch nochmal donnerstags, freitags was anderes. Sonst geht das nicht gut. Das weiß ich, Moxai. Den ersten Teil habe ich gespielt, also Soul Sacrifice, das kann ich nur leider nicht streamen, weil das nicht PlayStation TV kompatibel ist. Den ersten Teil habe ich gespielt, da habe ich 78% der Trophies. Magusar habe ich besiegt, ich habe nur nicht alle Pakte gemacht, vor allem halt die zusätzlichen Download-Pakte habe ich nachher nicht mehr geschafft. So, ketzerische Retter. Alter, Reapers. Oh mein Gott. Daily Donation. Reapers. Dankeschön. Unglaublich. The air was thick with a sinister haze. Ja, sieht gut aus. Danke. Sympathy looked up, but did not think to look behind. The beast lurched from the shadows and struck Sympatha into the air. The great beast turned on me next. Near death, Sympatha's eyes met mine. I don't want you to die. It was permission to absorb her in sacrifice. Take my life so that you may keep yours. Mm-hmm. I replied without thought. Flacco. I cannot. Sympatha reminded me of Sultiara. That had been an experience that I could not repeat. Sortiera haben wir im gestrigen Stream quasi gekillt und Sympatha war unsere neue Begleiterin.
trotz dem Codex rette das Monster, Pegasus. Und der TS-Server ist down, weil Robson Lumbo wahrscheinlich nicht Bescheid gesagt hat, dass er neu starten soll. Flamed Robson, aber hart. Ich habe sie im Teamspeak, im Steam geschrieben. Jawohl, weil der Server neu gestartet wurde und das Startcrypt nicht funktioniert. Und deswegen muss Timo, also Lumbo, den manuell starten. Achso, okay, er hat es ihm anscheinend weitergegeben. Wunderbar. Rette Pegasus. Für Mockstar, es gibt jetzt hier diese Unterkategorie Bazar-Register, die man aufrufen kann. Das ist neu, das gab es halt im Vorspiel. Im Vorspiel gab es das nicht. Nein, da wurde drauf verzichtet. Da ging es richtig sofort zur Sache, ohne Vorspiel. Wie gesagt, da kommt man halt wieder dann hier hin, wo man irgendwas machen kann. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Das Bewaffnen ist gleich geblieben. Was neu ist, ist der Orden, der dazugekommen ist, den man halt auswählen kann. Wobei ich im Moment nur Mitglied im Avalon-Club bin. Allerdings mache ich die Mission für Sanctuarium, wo ich die Leute nicht opfern darf. Dann gibt es halt dieses Ars Magica, wo es irgendwie immer Bonus-Dinger gibt und neue Opfergaben. Das ist halt auch neu. Wie gesagt, da wird halt aufgelistet, was du alles schon bekommen hast. Und es gibt halt auch eine Menge neuer Opfergaben. Und dass ich jetzt dahin zurück muss, ist dumm. Jetzt kann ich mich da nochmal hinwubbeln. Ja, das kann ich jetzt überspringen. Ja, Pegasus. So, jetzt möchte ich mich nochmal bewaffnen, weil ich habe noch die dummen Dinger von gestern drin. Und du kannst auch nur noch zwei Opfergaben des gleichen Typs benutzen. Also das heißt, ich habe vorher sehr viel mit zum Beispiel diesen Mörsern gespielt, hatte viermal den Mörser drin, also auf Feuer, Eis, Blitz, das geht nicht mehr. Maximal zweimal das gleiche. So, und was hatte ich hier unten drin? Das war sinnlos. Das könnten wir dann nochmal austauschen. Und hier nehmen wir dann mal, was haben wir denn noch? Blut, Steinfaust, Blitz, Waffe. Waffe haben wir. Brauchen wir nicht, oder? Wie viel macht die? 30, 30, 60. Eine spaltende Axt. Ja, aber nur zwei Aufladungen. Das ist relativ wenig. Magie mag ich nicht. Die Speere waren ganz witzig, ne? Aber na gut, dann haben wir noch eine Nahkampfwaffe. Aber die könnte ich austauschen. Moment. Und zwar könnte ich den Frost wirklich hier reinmachen. Hä? Da möchte ich. Wieso kann ich den denn nicht ausrüsten? Ach, weil ich ihn da unten ausgerüstet habe. Nein! Ich wollte da nicht hin. Ich wollte bitte hier weitermachen. Das ist dumm. Da möchte ich den hinhaben. So, jetzt nochmal. Ich möchte bitte den Speer hier oben haben. Den möchte ich bitte da haben. Was eigentlich auch schon dumm ist, weil ich möchte ihn da haben. So, dann haben wir, was ist das denn? Verzauberter Arm Schneewolf, um Frost zu spucken oder anzugreifen. Das kenne ich gar nicht. Nehmen wir es einfach mal mit, mal zum Testen. Nehmen wir nochmal den Moloch mit. Gargoyle Plattrollern können wir hier reinmachen. Und dann nehmen wir nochmal einen Mörser mit, würde ich sagen. Ein Mörser kann nicht schaden. Und da nehmen wir, hier haben wir 7 Aufladungen. Da haben wir 7 Aufladungen. Na komm, nehmen wir den normalen. Oder nehmen wir Volt. 5000 Volt! So. Jetzt mal kurz mal auf den Chat schauen. Was sein Rotstand habe ich nicht gelesen. Wenn es wichtig war, nochmal schreiben. Das ist gerade rausgescrollt. Worum geht's? Was? Les erklärt den gut. Was habe ich erklärt? Wer soll mein Let's Play gucken? Worüber? Artorias. Artorias of the Abyss. Nein, das ist drin. Mit Imba sogar. Glaube ich. Es ist noch mit drin. Das war das DLC, was ich mit Imba, glaube ich, zu zweit gespielt habe. Und dann als Zauberer nochmal natürlich solo. So schaut's aus. Ja, wie gesagt, die Siegel hatten wir jetzt auch mehr oder minder hier so sinnlos reingeklatscht. Da können wir nochmal schauen. Mockstar, weißt du, was Sündenbock-Erholung ist? Das habe ich im Basisspiel schon nicht gewusst. Und irgendwie wird es hier auch nicht erklärt, was Sündenbock-Erholung ist. Plus 25%. Deswegen habe ich dieses Ding nie benutzt. Details. Verkürzte Erholungszeit, wenn Sündenbock. Ja.
Schön, das Ding könnte jetzt auch heißen, verkürzte Erholungszeit, wenn Bratwurst. Sagt mir leider nichts. Von daher, ja, Frosterholung. Okay, das verstehe ich bei Gefrieren, aber was ist Sündenbock? Reduziert den netten Schaden durch Hitzeangriffe. Erhöht den Schaden, den man verdammten Teilen zufügt. Na ja, gut, göttlichen Arm habe ich nicht, aber die 20% können wir mitnehmen. Hitzewelle habe ich gar nicht drin, weil ich keinen einzigen Hitzedämpfer. Moxa weiß es leider auch nicht mehr. Ah, ja, gerne. Bloody yes, gerne, gerne. Wie gesagt, schreibt mich dann nochmal aufs Team an, dass ich es halt nicht vergesse. Ja, aber welche Strafe, Stefanius? Keine Ahnung. Das ist halt Frosterholung, naja, Hitzewelle nehmen wir einfach mal mit. Ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Armagie, Waffenmagie, was haben wir sonst noch? Das haben wir noch nicht. Wurfmagie. Solo-Heilmagie haben wir drin, ne? Ne, Morphmagie. Solo-Heilmagie, haben wir hier noch einen? Ja, hier haben wir noch einen. Gesundheitsstärkung. Wir werden 150 mehr Leben, mehr Opferung. Ja, das ist nicht schlecht. Da könnten wir dann nochmal mitnehmen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir erstmal den hier mit. Achso, ne, hier hätten wir die Angriffsstärkung drin. Und hier unten haben wir Kampfergebnisbonus. Den können wir eigentlich rausscheißen. Schergenbändiger, Kampfergebnisbonus, Arm der verrückten Hexe, Angriffsstärkung, Verteidigungsstärkung, Verteidigungsstärkung. Angriffsstärkung, Arm der verrückten Hexe nehmen wir einfach mal hier rein. Nochmal 5% mehr Bums. Jawohl, ja, so sieht's aus. Dann sind wir, glaube ich, gut gerüstet und starten in den Kampf. Jawohl, ja. Diesen Pakt möchte ich bitte als Sanktuarium-Muschi erfüllen. Gucken wir einfach mal. Soul Sacrifice Flacco ist das. Ein PlayStation Vita Exclusive und meiner Meinung nach eines der besten PlayStation Vita Spiele. Genau. Die Delta-Version. Also ist quasi die Game of the Year Edition, wo nochmal ein bisschen Content dazugepackt wurde. Alle DLCs und ein bisschen anderer Aufbau. So, also ich den Kreisangriff kenne ich zum Beispiel gar nicht. Den müssen wir jetzt erstmal gleich testen. Gucken wir uns erstmal hier ganz kurz um. Nehmen wir hier hinten die Klamotten mit. Hier hätten wir Opferkraft wiederherstellen. Das ist schon mal nicht ganz falsch. Da haben wir schon mal Trash Mobs, Waffe herstellen. Ja, die könnten wir eigentlich mitnehmen. Dann können wir damit eben mal die Mopsis hier kaputt machen. Und brauchen die Opfergaben nicht auf. Ah, wir pullen garantiert den Boss. Oder? Ja, natürlich pullen wir den Boss. Es war so klar, dass wir den Boss pullen. Ah, das ist auch noch so ein Fledervieh, ey. Das ist super ätzend. Haben wir eigentlich Heilmagie mitgenommen oder habe ich die vergessen? Boah, das ist natürlich auch doof. Komm, geh weg, ey. Gucken wir erstmal, dass wir hier die Ätz gleich wegkriegen. Die jetzt auch platt sind. Wir opfern die nicht, sondern retten die. Einfach, weil wir ein Sanctuarium retten müssen. Ah, da frisst schon wieder die Katze hier. Geh weg, ey. Nein, gefroren. Und dann können wir uns gleich mal um den Boss kümmern. Also später, wenn man so spielt, ist es der schlechtmöglichste Start, den man sich vorstellen kann in so einem Bosskampf. Ich sag's auch noch. Ich sag's auch noch. Sammeln wir mal den ganzen Scheiß hier mal ein. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Geh weg, Boss. So, jetzt können wir uns einmal heilen, würde ich sagen. Und, oh, das ging ins Leere, glaube ich. Weiß ich nicht, ob ich den getroffen habe. Das habe ich nicht gesehen. Geh mal weg, du Fliegevieh. Erzfeind Elementarschwäche. Okay, es ist sogar anfällig gegen Elementarschaden. Das ist schon mal, also gegen Voltschaden in dem Fall sogar.
Das ist prinzipiell gut, wenn wir ein Treffen täten, was wir gerade nicht so wirklich tun. Aua. Da sind auch schon wieder Ads gespawnt. Macht von fast erschöpft, schon klar. Oh, was ist das denn hier? Atemstoß. Okay. Ja, das Ding kenne ich hier gar nicht. Kann aber anscheinend schießen. Ah, wenn ich jetzt nicht gefroren wäre. Hilfe! Ich hasse Fliegeviecher. Und ich habe nicht viel gegen Flieger dabei. Das ist nicht so schön. Moment, nehmen wir hier das Mopsy-Ding hier nochmal mit. Gerechter Retter. Oh, schon wieder gefroren. What the fuck, Mann? Geh mal bitte weg. Ja, das macht sogar Schaden, wenn es näher kommt. Okay, treffe ich das damit? Das ist mal eine interessante Frage. Ja, ich glaube. Also sprich, man ist wie so ein Geschoss. Ja, jetzt möchte ich aber bitte mal hier weg, weil ich mich mal bitte ganz kurz heilen möchte. So, Opfergaben bitte einmal erneuern, dass ich nochmal schießen kann. Das wäre toll. Wunderbar, jetzt können wir nämlich hier nochmal schießen. Getroffen, wie viel haben wir? Boah, er ist noch gar nichts, doch orange ist es. Also wir haben schon ein bisschen HP abgezogen. What the heck, ey. Also da hätte ich definitiv Geschosse mitnehmen müssen, die irgendwie aufschalten. Halt diese fliegende Äxten, die ich halt jetzt nicht mit dabei habe. Das macht den Kampf jetzt hier super schwierig. Oh, ich möchte doch bitte nicht sterben. So, wir bräuchten nochmal neue Opfergaben. Ah, hier waren wir schon. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Bitte das hier mitnehmen. Dankeschön. Da hinten können wir unsere Opfergaben nochmal erneuern. Das machen wir auch. Dann können wir nämlich nochmal damit draufschießen. Bitte Opferkraft erneuern. Dankeschön. So, wo ist das Moped? Da oben irgendwo. Erstmal looten. Warum auch nicht? Aua. Ja, und ihr seht, da unten links könnte ich jetzt was berühren. Da würde ich einen Teil meiner Menschlichkeit opfern, um einen super Inferno-Angriff zu machen. Nutze ich eigentlich recht selten. Weil man den halt dann mit Lacrima wieder herstellen muss. Außer man möchte mit diesem negativen Boni dann leben. Weil das ist dann tatsächlich ein negativer Effekt. Komm, wir rollen das Ding einfach jetzt platt. Gucken, ob das funktioniert. Wo ist es denn da? Ah, es scheint zu funktionieren. Oh, jetzt bitte nochmal. Ah, komm, wir wechseln auf die Klinge. Und geben ihm Tiernamen. Ah, schade. Er ist aber auch fast gefroren, glaube ich. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich ihn einfrieren kann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber jetzt möchte ich mal bitte ganz kurz weg, weil ich muss heilen. Ah, hier ist Ende. Fuck, da ist das die Karte Ende. Heal! So, da hinten können wir ganz kurz fix was looten. Ja, ihr merkt, die Kämpfe sind dann doch recht hektisch. Wo ich auch dann wirklich mal im Kampf, gerade gegen Bosse, nicht auf den Chat schauen kann. Und jetzt gucken wir, dass wir das Ding vielleicht nochmal plattrollern. Vernichten, hier, ne? Angriff, kaputt gemacht hier, der vernichteten Teil. So, wechseln und aufs Schwert. Und gib ihm mit dem Speer. Ja, komm schon. Wo ist es? Ja, down. Juhu. Nicht so schön der Kampf, weil wir halt wenig Fernkampfangriffe hatten. Und im Nahkampf kommst du halt nicht so gut ran. Also beim nächsten Mal definitiv bei diesem Pegasus-Moped irgendwas mit Range noch mehr einpacken. So, was haben wir sonst noch? Sonst haben wir hier... Da hatten wir noch was. Das können wir noch mitnehmen. Die Essenz.
So, und dann können wir den retten. Was? Pokémon USK 18? What? What? Und das zählte sogar noch als schnelle Quest. Erzfeind Retter. Ja, mal gucken. Also ich glaube, über erstklassig werden wir nicht hinauskommen. Legendär auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben nur einen Teil kaputt gehauen von dem Pegasus. War jetzt nicht so die goldene Quest. Verfluchten Teil vernichtet, leicht verletzt, schneller Quest, Feind, Elementarschwäche, Elementarschwäche. Zweitklassiger sogar nur, ja. War denn was Schönes dabei, was wir jetzt als Belohnung bekommen? Na, nochmal ein Heilzauber, was ist das denn? Die Magie des Pegasus umhüllt den Körper, löst Flächenblitze aus, kenne ich nicht, ich glaube, das ist neu. Okay, muss man halt mal testen. Ja, die neuen Smileys sind echt doof. Sanctuarium Arium Orden ist jetzt verfügbar. Achso, na dann. Branderholung. Era, neutraler Arm. Okay. Speichern mal. Ja, keine Ahnung, was diese Orden sind. Das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt. Das müssen wir halt erstmal rausfinden. Anscheinend haben wir den jetzt erst richtig freigeschaltet. I struggle to catch my breath. And Sympatha nonchalantly rose to her feet and dusted herself off. You pass. It was evident that her injuries were just scratches. Now it made sense. I was being tested. Sympatha had been acting all along. Sympatha. Yep. Otherwise known as Linixium, leader of Sanctuarium. Uh-huh. She had come out to take part in the ordeal, to size up the new initiates for herself. By not resorting to sacrifice, I passed the test. Okay. Well, what now? Aren't you going to kill me? Nee, eigentlich glaube ich nicht. She saw right through me. She told me that she faces assassins on a regular basis. I shook my head. Enough. This was enough. I couldn't kill her anymore. From that moment, she always made me think of Sortiara. You're a strange one. I thought you'd come here for me. She smiled as she said it, the first natural smile that I'd seen. You know, I think I like you. Das ist aber nett. Sanctuarium's leader was born to play her role. I felt it in the gentleness of her smile as it soothed my weary body. We will speak again someday, as friends who journeyed together. The journal's author was an Avalon sorcerer. That was the one constant. The journal demonstrates this fact.
But don't forget, I am a book. Ach was. I could change the sorcerer's affiliation. If you want, I could change Avalon to some other organization. Perhaps you ought to ask yourself, what do you really believe? What? Erlösung. Also, was? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Na, nehmen wir erstmal Lacrima. Schadet nicht. So. Ja, wie gesagt, sehr dubios. Keine Ahnung, wofür die Dinger sind. Ich wiederhole mich an der Stelle. Müssen wir rausfinden. Die neuen Smileys finde ich furchtbar, weil ich noch nicht mal weiß, was sie bedeuten. Ich habe die noch nie selbst gesehen und dementsprechend kann ich die auch nicht zuordnen. Ich vermute mal, Kuriwo hat jetzt ein P gemacht.